Hallo Freunde, herzlich willkommen. Hallo ihr Lieben. Nun also, hier mal wieder ein Gameplay Hitman Blood Money. Ich hoffe, ich habe das jetzt mit dem Sound ordentlich hinbekommen, weil man hat sich ja beschwert, dass wenn man der Sound manchen ganz schön auf die Eier geht, dass der so laut ist. Aber ich glaube, so ist das ganz normal. Nun Sache ist die, mir ist aufgefallen, dass ich wirklich mehr so ein Gameplay-Typ bin und ja, scheiß drauf, ich spiel auf Anfänger. Und nicht so der Let's Play-Typ, weil ich kann eine Folge mal auf ein Spiel aufnehmen, ist eigentlich ganz okay. Aber so ein ganzes Let's Play ist anscheinend nicht so für mich. Und deswegen wollte ich euch jetzt fragen, reicht's, wenn ich mal, was weiß ich, vom gleichen Spiel drei Folgen Gameplay mache oder auch nur eine manchmal? Oder meistens nur eine. Oder soll ich wirklich versuchen, mal ein ganzes Let's Play zu machen? Was ich ehrlich gesagt glaube ich nicht kann. Aber hey, schreibt's mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. So. Ich habe mir überlegt, wir spielen ein neuer Anfang. Das ist ein sehr, sehr lustiges... Diesmal schicken wir Sie ans Mission. Des Landes 47. Zielperson ist ein Gangster namens Vinny Sinistra. Vinny Sinistra. Nach seiner Aussage im nächsten Monat ist er in einem Zeugenschutzprogramm. Unser Klient möchte verhindern, dass Sinistra in den Zeugenstand tritt. Außerdem hat Sinistra Beweismaterial, das auf keinen Fall an die Öffentlichkeit kommen darf. Habe ich jetzt eigentlich einen Schalter drauf? Vermutlich sind die Beweise auf einem Mikrofilm. Stellen Sie ihn sicher. Nein. Sinistra ist äußerst labil. Das Leben hat es nicht gut mit ihm gemeint. Oh. Er gibt am Samstag eine Geburtstagsparty für sein jüngstes Kind. Das könnte eine perfekte Gelegenheit für Sie sein. Wir müssen jemanden... Das wird von Kameras und Bundesagenten überwacht. Sie müssen also extrem vorsichtig sein. Wir müssen jemanden töten, der ein Kind hat. Also das ist ganz schön heftiger Scheiß, muss ich sagen. Hund, hör auf zu brennen, sonst kriege ich ja auch noch einen Anfall. Habe ich einen besseren Schalter einfach? Ja. Okay, gut, das scheint alles zu funktionieren. Mission Start. Viel Spaß wird irgendwo deponiert, damit wir die dann abholen können, weil wir können da ja nicht gleich mit der Schrotflinte rumrennen. Geht ja nicht. Ja, aber schreibt das mal in die Kommentare, ob ich jetzt wirklich aufhören, so Displays zu machen, die sowieso meistens nur drei Parts sind. Das kann man ja dann schon als Gameplay zählen eigentlich. So, das sind wir. Ich habe ja schon mal Hitman Contracts gespielt, das ist der Nachfolger. Da guckt mich einer böse an. Ja, du auch, du guckst mich auch ganz böse an. Nein, der geht weg. So, wie das sein soll. Jetzt nehmen wir die Donuts. Schnell weg. Oh, ich hab die Donuts geklaut. So, und drop the Donuts. So, jetzt nehmen wir Adrenalin. Na, ich glaube Betäubungsspritze reicht. Wir wollen die ja nicht gleich ganz töten, das ist ja... Können wir ja nicht machen. Ich höre welche schreien. Hoffentlich nicht wegen mir. Ja. Ablegen Donuts. Bum, bum, bum. Hä? Der hat mich gesehen, kann das? Oh, rennt die jetzt bloß so rum, weil der langweilig ist. Frische Donuts. Frische Donuts. Ist das cool? Eigentlich sind wir vom FBI. Schlimme Sache. Können wir mal kurz gucken? Ja, jetzt langsam kippen sie um. Normalerweise kommt da noch ein Splitscreener. Der hat sich anscheinend gerade gedacht, leck mich am Arsch. Video stehen. Können wir mal machen. Also ich lasse mir jetzt hier Zeit. Ich habe jetzt ja eigentlich... Lass mir jetzt Zeit. Und Tür schließen, bevor jemand was merkt. Also irgendwie hat mir mein Anzug besser gefallen, aber hey, mich fragt ja keiner. So, wir müssen ganz unauffällig wirken. Ich weiß, mit Absolution ist schon draußen und so. Das ist viel besser. Und möchte ich mir auch holen, aber es ist momentan noch zu teuer. Na, Frank, was geht? Ach, immer dieser Frank. Wir müssen unauffällig wirken, Leute, also. Da muss der Spieler mitfühlen. Hier war diese Schlampe drin, ne? Also diese Frau. Ne, da ist er. Und die Laufanimation bei dem Spiel pisst mich echt an. Nur bei mir sieht das gut aus.
Aber diese sehen alle aus, als ob sie einen Stock im Arsch haben oder ob der Anus noch weh tut oder so. Hör zu. Fuck, wie töten wir die immer? Ich geh mal hier ins Eckchen. Was haben wir? Wir haben eine Betäubungsspritze, wir haben eine Giftspritze, wir haben Adrenalin, das nur für uns zu gebrauchen ist, wenn das Leben gibt. Eine unglaublich coole Silverballer, eine unglaublich coole taktische MP, ein Zünder und eine Mine und eine Klavierseite sehe ich da hinten noch. Aber die macht Blut, also nehmen wir lieber dann doch die Giftspritze. Aber wie macht man das jetzt? Ich will schließlich auch nicht, dass hier einer... Ach so, ich weiß es wieder. Ja, oh, verpiss dich mal. Ich hab doch, da gibt's ja immer so Walkthroughs durch das Spiel oder wie auch immer man das ausspricht. Mein Englisch ist jetzt um die Uhrzeit schlecht. Auch wenn es noch nicht mal 18 Uhr ist, aber... You know. So, ja, verpiss dich noch mal. Oh, fick dich, geh weg! Soll's gehen! Schwuchtel. Ja, scheiße, ach komm! Was weiß ich jetzt einfach rein. You know? Ja, was willst du, Kollege? Ach, das ist doch jetzt echt nicht dein Ernst. Weißt du was? Wir machen jetzt so. Na, piss dich, Mann. Was willst du? Willst du mich jetzt hier vergewaltigen oder was? Verpiss dich. Streit's mir. Halt die Fresse. Nein. FBI, du sollst das Benzin nehmen. Scheiße, ich knack einfach das Schloss, ich bin cool. Ich bin der Hitman. So, hat keiner gemerkt. Haben wir Blut in Klamotten? Nee. Glücklicherweise nicht, die war gerade am Scheiße. Die war jetzt schon dran, kann das. Ja, ich glaube, die war gerade dran. Ach, fick doch die... Weißt du was? Amoklauf. Ja, fick dich. Du kannst rennen, Schlampe, aber du kannst nicht verstecken. Ach. Ah, hab ich dich erwischt. Bitch. So, und ich möchte das eigentlich jetzt neu starten. Denn das lief gerade ganz schön scheiße. Aber wie gesagt, ich lasse mir Zeit, diese Folge wird wahrscheinlich etwas länger. Da ich jetzt auch generell sehr, sehr lange gebraucht habe, um überhaupt mal eine Idee zu kriegen, was ich aufnehmen möchte. Und jetzt ist es Hitman Blood Money. Sehr gutes Spiel eigentlich, aber Hitman Absolution ist besser. Ist halt so. Okay, sind alle weg. Dann nehmen wir mal den Donuts. Hab den Donuts geklaut. Okay, der wird zwar am Anfang lustig, aber... Glaubst mir wieder irgendeine Olle zu. Das weiß ich, geht's einfach im Garten. Geh und fick dich. Ich mach das jetzt hier. Och komm, die kann mir sowieso mal ein Buckel runterrutschen, der glaubt doch eh keine Sau. Ja, jetzt willst du hier jetzt, dass ich die befriedige oder was? Mit deiner scheiß Heckenschere. Fick dich doch mal! Brilli. Ab! Oh, was jetzt? Hast du einen Dollar gefunden oder was? Das ist cool. Unter uns. Eigentlich sind wir vom FBI. Der Müll steht, wo er immer steht. Mich rollen sich alle aus wie so ein Mülleimermann oder was? Geh doch ein Fick dich, ey. Was sind das für Leute hier? Kommt ihr einfach an? Ja, der Müll steht, wo er immer steht. Und leckt mir den Nüsschen, ey.
Leck mir die Nüsschen, ist das eigentlich ein geklauter Spruch? Ich weiß es nicht. Falls ja, Entschuldigung. Kann man diesem Blick dann nicht vertrauen. Ach, gucke. Na Jungs, Party hart. Gott, war der flach. Naja. Video stehen. Gucken wir mal hier noch irgendwas los. Nope. Und geht und fickt euch. Oh, wir sind mal ganz krass, damit wir überhaupt nicht auffallen. Rennen wir mal. So. Frank. Peter. Öffnet mir das Tor. Ach, ich mach's ja schon selbst. So, diesmal darf ich keine Zeit verlieren, deswegen mache ich lieber schnell und raus. Bevor ihr diese Schuchte kommt und mich fragt, ob ich sie vergewaltigen möchte, mache ich lieber schnell. Hol den Zünder und renn weg. Na, Schwuchte. Also irgendwie sind die Menschen hier wirklich sehr merkwürdig. Entweder sind sie schwul, labern dich mit irgendeiner Scheiße zu, von wegen der Müll steht, wo er immer steht, oder ich weiß es nicht. Irgendwas ist bei der Entwicklung des Spiels sehr schief gelaufen bei dieser Map. Oder, weil das hatte ich bis jetzt noch nie. Nee. Wie kann man so verkrüppelt laufen? Also da laufe ich ja. Also ich laufe schon verkrüppelt, aber das... Ja, ich finde mein Laufen sieht nicht sehr prickelnd aus, aber ich habe so einen Goofy-Style. Aha. Realistisch. Mann, was willst du, scheiß Clown? Bist du auch, dass ich dich von hinten befriedige? Joa, das findest du geil, wa? Gott, sind ja die geil hier. Und 3, 2, 1. Erstmal die Knarre ziehen, ne? Aua, das brennt. Das brennt. Ist ja schnell drauf gekommen, bis dreimal nur der gerannt. Der Poolboy. Gott, ist die verkohlt. Scheiße. Was macht man da? Das sieht ja realistisch aus. Jetzt, wo man sagt. Die hat's in der Hand, aber ich will da jetzt nicht unbedingt in den Pool. Könnt ihr euch mal abmachen? Hallo, verpisst euch. Ja. Okay, einfach jetzt raus hier, scheiß drauf. Normalerweise finden die das nämlich nicht so prickelnd, wenn ich da mit meinen Klamotten im Pool rumgehe. Das scheinen die nicht zu mögen. So, wir haben das erledigt und jetzt nur noch Mini-Sinistra töten, der sich hier befinden sollte. Was sag ich? Na, Kollege, komm mal daher. Ich glaube, ich habe oben was vergessen. Ich bin gleich wieder da. Ja, er ist gleich wieder da. Ja, Bro. Komm, fuck yourself. Aha. Noob. Nee, der muss sterben. Der muss sterben. Übrigens weiß ich jetzt, dass er hier hochkommt. Seichtisch. Realistisch. Ja, ich kann es nur mal wieder sagen, das ist an Realismus nicht zu überbieten. Er kommt. Mach, was du dann auch immer machen willst. Ich halte dich nicht von ab. Körper ziehen, damit es keiner sieht. Wir müssen jetzt hier wirklich Pro vorgehen, ja? Pro-mäßig. Auch wenn wir auf Anfänger spielen, die sind trotzdem alle sehr professionelle Leute hier. Das muss man sagen. So, jetzt haben wir alles erledigt, ne? So, jetzt können wir fliehen. Aber ich hole noch meinen Anzug. Hey Frank. So. So. Jetzt hier. Kurz aufmachen. Schließen.
Mein Anzug. Und weg hier. Na Leute, wie haben wir das hier gemacht? Das war doch Pro-mäßig. Auch wenn es beim Anfang scheiße war. Lautloser Killer, wir haben null Lärm und null Gewalt. Also es war wirklich sehr gut, da muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Und euch applaudieren, dass ihr das, wenn ihr es geschafft habt, bis zum Ende durchzugucken. Also bin ich sehr stolz auf euch. Das machen nämlich die wenigsten. Schade eigentlich. Nun, mein Bekanntheitsgrad 0. Hammer. Also das war wirklich die beste Runde, die ich jemals hingelegt habe. Schön, dass ihr dabei sein durftet. Und, ja, Score uploaden. Nein. Lautloser Killer gesucht. Nun, wir sehen uns dann das nächste Mal. Ja, das können wir gerne mal speichern. Und ja, dann sehen wir uns am Donnerstag oder auch dazwischen mal, wenn ich Lust habe. Und tschüss.